In einer weit, weit entfernten Galaxis waren die Jedi die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit. Mit der Macht als Verbündeter agierten sie als Vermittler in Konflikten und bekämpften Bedrohungen für die gesamte Galaxis. Sie taten quasi, was in ihrer Macht stand, um Frieden und Stabilität zu gewährleisten. Damit erwiesen sie der Galaxis einen großen Dienst, das darf man nicht vergessen. Trotzdem gibt es natürlich auch so manches zu kritisieren. Zum Beispiel fiel ihnen nicht auf, dass sie mit der Zeit mehr und mehr zu Marionetten des Senats wurden. Somit mischten sie sich ständig in die Politik ein und das Allgemeinwohl wurde durch den Willen des Senats ersetzt. Neutrale Friedenshüter, die behaupten, unparteiisch zu sein, sollten anders agieren. Des Weiteren wurden sie oft von der eigenen Arroganz geblendet, sodass sie ganz klare Warnsignale nicht sehen konnten. Es gibt natürlich noch mehr Kritikpunkte, doch der mit Abstand größte ist der Fakt, dass sie ihre Anwärter sehr jung rekrutieren. Sehr, sehr jung. Bestenfalls, wenn sie noch Säuglinge sind. Das hat auch seinen Grund. Um ein Jedi zu werden, muss man sich von jeglichen Bindungen lösen. Man hat nämlich viel Verantwortung. Und man kann nicht zwingend das Beste für die Allgemeinheit tun, wenn man zum Beispiel seine Frau vor dem Tod bewahren muss. Der Fall von Anakin Skywalker zeigt, dass diese Regelung schon einen Grund hatte. Trotzdem hatte sie auch sehr viele Fehler, weswegen sie dann später von Luke verworfen wurde. Doch das führt für das heutige Video zu weit. Die Thematik wurde sowieso schon sehr oft durchgekaut. Zurück also zu den Kindern. Wegen der eben genannten Regel wurden sie, wie gesagt, extrem jung mitgenommen. Und das ist unser persönlicher, größter Kritikpunkt an den Jedi. Denn in den meisten Fällen wird man als Säugling von seiner Familie getrennt. Und klar, natürlich nur mit der Zustimmung der Eltern, ich denke, das ist offensichtlich, aber das Problem ist und bleibt, das Kind hat nicht zugestimmt. Es kann zu diesem Zeitpunkt gar nicht zustimmen. Es entscheidet ja nicht mal selbst, wann es aufs Klo geht. Und das geht, finden wir, gar nicht. Denn nur weil ein Kind machtsensitiv ist, bedeutet das nicht sofort, dass es ein Jedi werden muss. Vielleicht hätte es sich irgendwann einen ganz anderen Lebensweg gewünscht. Es hätte ja auch Senator werden können oder Feuchtfarmer. Diese extrem wichtige und individuelle Entscheidung, was man irgendwann mal werden will, wird diesen Kindern einfach abgenommen. Und vielleicht seht ihr das anders, aber wir finden, das geht absolut zu weit. Denn natürlich kann man jederzeit aus dem Orden austreten, aber das machen die wenigsten. Denn wenn du von klein auf kein anderes Leben kennst, wenn die Jedi die einzige Familie sind, die du je hattest, dann bleibst du dort. Deine richtige Familie kennt dich ja gar nicht mehr, beziehungsweise hat dich nie wirklich gekannt. Darüber hinaus werden die Kinder von Anfang an mit Jedi-Ideologien erzogen. Und da sie in so jungem Alter ja noch ein unbeschriebenes Blatt sind, werden sie von den Ideen und Weltanschauungen der Jedi so geformt, dass es zu ihrer Identität wird. Da das gerade ziemlich schlimm klingt, müssen wir kurz betonen. Wir glauben jetzt nicht, dass die Jedi sich aktiv entschieden haben, Gehirnwäsche zu betreiben. Oder dass sie sich dieses Problems wirklich bewusst waren. Sie hatten keine bösen Intentionen. Die Ausführung ihrer Ideen wurde halt nur mit der Zeit radikaler, ohne dass sie es wirklich merkten. Man kann sie also dafür kritisieren, muss sich aber trotzdem bewusst sein, dass sich dahinter keine bösen Absichten verbergen. Das ist zumindest unsere Meinung. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr das gerne in den Kommentaren begründen. Und jetzt, wo wir den größten Fehler, die größte Sünde der Jedi aufgezeigt haben, schauen wir uns mal die andere Seite an. Reden wir über die Sith. Die machen das nämlich nicht. Normalerweise wurden keine Kinder in den Künsten der dunklen Seite ausgebildet. Da könnte man sich fragen, wieso. Denn aus der Perspektive der Sith wäre es doch bestimmt eine gute Idee. Ein naives, leicht zu beeindruckendes Kind könnte man doch perfekt mit Sith-Ideologien manipulieren und mit jahrelangem harten Training zu einer absoluten Maschine machen, oder? Hatten die Sith vielleicht einfach Skrupel oder moralische Bedenken, wo die Jedi keine hatten? Die meisten von euch wird es nicht überraschen, dass die Antwort auf diese Frage nein ist. Moralische Bedenken sind bei den Sith absolut fehl am Platz, da auch nur das kleinste Fünkchen Empathie eine Form von Schwäche darstellt. Kommen wir also zum wahren Grund. Fangen wir damit an, dass die Sith bei der Auswahl ihrer Schüler deutlich selektiver waren als die Jedi. Die Jedi nahmen quasi jeden in ihren Orden auf, der auch nur ein bisschen machtsensitiv war. Die Sith suchten nach Individuen, die immenses Machtpotenzial zeigten. Im Gegensatz zu den Jedi glaubten sie nicht an Stärke in Zahlen, zumindest nicht mehr. Denn jedes einzelne Sith-Imperium, das es jemals gab, scheiterte. Stattdessen kam es auf die hochkonzentrierte Stärke des Einzelnen an. Wer über große Macht verfügt, hat deswegen auch das Recht und sogar die Pflicht zu herrschen. Das Machtpotenzial neuer Sith-Schüler wurde mit der Einführung der Regel der Zwei zur absoluten Priorität. Ein erster Grund ist also, dass jemand erstmal alt genug werden muss, damit sich sein Machtpotenzial überhaupt zeigt. Es gibt nur begrenzt viele Dinge, die ein Baby mit der Macht machen kann. Bring mir Süßigkeiten, Mutter. Selbst bei dem absolut krankmächtigen Darth Vishiet zeigte sich sein enormes Potenzial erst mit 8 Jahren. Und die dunkle Seite erfordert mehr als bloß großes Machtpotenzial. Potenzielle Schüler werden erst dann zu guten Sith-Kandidaten, wenn sie Schmerz kennen.
Sie brauchen Traumata in ihrem Leben, um Gefühle wie Angst, Wut oder Hass zu spüren. Diese Gefühle öffnen dann quasi das Tor zur dunklen Seite. Der Grund, wieso die Sith keine Kinder trainieren, ist also quasi genau der Grund, wieso die Jedi es tun. Ein Säugling ist ein unbeschriebenes Blatt. Wenige Bindungen, aber auch wenige Traumata und Ängste. Was aber genau das ist, was die Sith wollen. Wenn man zum Sith-Schüler wird, ist das Teil des Rituals. Man bekommt einen neuen Namen und symbolisiert so den Tod seines früheren Ichs. Das kann man bei Darth Vader gut beobachten, der Anakin Skywalker wirklich als andere Person betrachtet, die er getötet hat. Diese Abgrenzung und dieser Hass auf sein früheres Leben ist wichtig. Jetzt könnte man sich aber fragen, warum traumatisiert ein Sith-Meister seinen jungen Schüler nicht einfach selbst? Auf diese Weise könnten sie das Training so früh wie möglich beginnen und die Schüler würden Schmerz und Hass kennenlernen. Hier gibt es tatsächlich zwei mögliche Ausgänge für dieses Szenario. Und wir können schon mal vorwegnehmen. Beide funktionieren nicht. Im ersten Fall würde sich der entstehende Hass des Schülers auf den Meister konzentrieren, statt auf Jedi oder andere Feinde. Das hat den offensichtlichen Nachteil, dass es schwer ist, jemanden, der dich hasst, etwas beizubringen. Und es könnte passieren, dass der Schüler deswegen viel zu früh versucht, seinen Meister zu töten. Also nicht Regel der zwei, ich nehme jetzt deinen Platz ein mäßig, sondern ich hasse dich, du musst weg mäßig. Es kann aber auch in die komplett andere Richtung gehen. Sagen wir, ein Sith wird wie bei den Jedi vom Säuglingsalter an in der dunklen Seite trainiert. Bei Kindern ist es normal, dass sie sich an einer erwachsenen Autoritätsfigur festklammern. Egal wie schlecht sie von ihr behandelt werden, für sie ist es die einzige Bezugsperson und somit eine Art Ersatzelternteil. Das soll natürlich auch nicht passieren. Die Jedi meiden Bindungen, weil sie sie als gefährlich ansehen. Die Sith meiden sie, weil sie sie als Schwäche ansehen. Was in diesem Fall auch stimmt. Niemand will seinen Vater verlieren. Der Schüler käme sehr lange gar nicht auf die Idee, seines Meisters Platz einzunehmen. Somit wäre er ein unwürdiger Nachfolger. Es gab aber tatsächlich eine Ausnahme. Darth Maul. Palpatine nahm ihn als junges Kind mit, um ihn in den Wegen der dunklen Seite auszubilden. Er hielt sich aber immer auf Distanz. Maul kam auf eine Trainingseinrichtung auf Mustafar, wo er von Droiden großgezogen wurde. Palpatine schaute nur hier und da mal vorbei, um Mauls Fortschritte zu begutachten. So assoziierte Maul die Schmerzen, die er bekam, nicht direkt mit ihm. Es entstand also kein Hass gegen seinen Meister. Und weil er so selten da war, entstanden auch keine ungewollten Bindungen, die Maul schwach gemacht hätten. Es war also tatsächlich eine perfekte Lösung. Die einzige, die funktionierte. Nichtsdestotrotz war es eine Gratwanderung. Deswegen machte es normalerweise trotzdem mehr Sinn, einfach einen Erwachsenen mit den richtigen Eigenschaften zu finden. Ist deutlich einfacher und das Ergebnis ist das gleiche. Man bekommt einen Schüler mit enormem Machtpotenzial, der vom Leben schon so gebrochen wurde, dass er jetzt der dunklen Seite sehr nah ist. Und deswegen trainierten die Sith grundsätzlich keine Kinder. Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und falls euch noch passend zu diesem Thema interessiert, ob die alten Sith stärker waren, weil es irgendwie zumindest mal so wirkt, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Josh und Dima out.